Afghanistan has been implementing. ADRA Afghanistan hat seit 2003 ein Gesundheits- und Entwicklungsprojekt in den Gebieten Panjab und Waras in der Provinz Bamian durchgeführt. Diese im zentralen Hochland Afghanistans gelegenen Distrikte gehören zu den abgelegensten Regionen im Land. Diese Gegend zeichnet sich aus durch raues Gebirge und harte, lange Winter. Es gibt kaum Straßen, nur grobe Fahrspuren. Die größte ethnische Gruppe in dieser Bergregion sind die Hazara, eine Minderheitsethnik in Afghanistan. ADRA first began its work only two medical clinics. Als ADRA die Arbeit begonnen hatte, gab es nur zwei Kliniken, um 200.000 Leute zu versorgen. Es gab weder ein offizielles Gesundheitssystem noch eine Gesundheitsstruktur und nur eine Handvoll qualifiziertes medizinisches Personal. Mit der Unterstützung von USAID, der Partnerschaft mit WHO, mit Spendengeldern, dem Gesundheitsministerium TechSurf und dem Gesundheitsunterstützungsprojekt ist es ADRA gelungen, einen bedeutenden Einfluss auf das Gesundheitssystem in dieser Gegend auszuüben, was noch viel wichtiger ist, auf das Wohlbefinden der Bewohner. Jetzt hat es in diesem Gebiet 16 gut funktionierende Kliniken, einschließlich zwei Krankenhäuser. Das Gesundheitspersonal wurde geschult und gut vorbereitet, um qualitativ hochstehende Leistungen zu erbringen. Medikamente und andere Hilfsgüter werden regelmäßig gewährleistet. Auch geschlechtsspezifische Krankheiten, die früher vernachlässigt wurden, können jetzt behandelt werden. Es gab keine Hebammen. Jetzt ist jede Gesundheitseinrichtung entsprechend ausgerüstet mit Gesundheitsleistungen im Bereich von Geburtshilfe, Betreuung vor und nach der Geburt sowie Familienplanung. Afghanistan hat eine der höchsten Müttersterblichkeitsraten in der Welt. Vor 7 Jahren betraf es jede 13. schwangere Frau. Jetzt sind es noch 1600 Frauen auf 100.000 Geburten. Dieses Projekt trägt namhaft zur Besserstellung der Frau in der afghanischen Gesellschaft bei. Im Namen Gottes. Ich heiße Govar und wohne im Bezirk Waras, in der Gegend von Bamian. In Bamian Stadt habe ich eine 18-monatige Ausbildung zur Hebamme erhalten. Nachher habe ich im Waras Krankenhaus 3 Jahre gearbeitet. Seit 5 Monaten arbeite ich als Gesundheitsverantwortliche im ADRA Gesundheitsprojekt. Als Hebamme im Krankenhaus konnte ich vielen Patientinnen helfen. Und ich möchte eines der Erlebnisse erzählen. Es war Frühling, ungefähr 8 Uhr morgens, als eine junge, hochschwangere Frau namens Amina im Krankenhaus erschien. Sie kam aus dem Pachandor-Gebiet. Das bedeutete, dass sie eine ungefähr 8-stündige Fahrt über eine sehr holprige Fahrspur hinter sich hatte. Sie war allerdings vom Pachandor-Gesundheitszentrum vorher auf dieses Problem hingewiesen worden. Aus dieser Krankengeschichte erfuhren wir, dass es Aminas erste Schwangerschaft war. Seit 3 Tagen litt sie unter starken Kopfschmerzen, hatte Probleme mit ihrem Sehvermögen und wurde von Schwindelanfällen heimgesucht. Sie war im 9. Monat schwanger und hatte schon seit mehreren Tagen Geburtswehen. Sie hatte versucht, mit Hausmitteln die Schmerzen zu lindern. Ihre Familie rief einen Mullah herbei, damit er für die Patientin beten solle, anstatt sie in eine Klinik zu bringen. Mehrere Tage vergingen.
Es zeigte sich keine Verbesserung im Gesundheitszustand der werdenden Mutter. Die Patientin und ihre Familie verloren jegliche Hoffnung. Der in der Nähe wohnende Gesundheitsarbeiter konnte die Familie überzeugen, Amina in das nächste Gesundheitszentrum zu bringen, in das Bachandor BHC. Nach einigen Untersuchungen verwies das BHC sie direkt ins Varas Krankenhaus. Als Amina im Krankenhaus angekommen war, hatte sie bereits Krämpfe. Eine sofortige medizinische Untersuchung bestätigte die Diagnose einer Eklampsie, eine Komplikation, die zum Tod von Mutter und Kind führen kann, wenn sie nicht rasch und fachgerecht behandelt wird. Weitere gynäkologische Untersuchungen zeigten, dass der Fötus am Ersticken war. Sofort mussten dringende Vorkehrungen getroffen werden, damit man das Baby noch retten konnte. Die einzige Möglichkeit, das Leben von Mutter und Kind zu retten, war ein Kaiserschnitt. Die Operation war erfolgreich. Amina und ihr erstes Kindchen erholten sich gut nach dem Eingriff. Während ihres Aufenthaltes im Krankenhaus lernten Amina und ihre Verwandten für ein Neugeborenes zu sorgen. Dies beinhaltet, das Baby warm zu halten, es zu stillen, Impfungen zeitgerecht verabreichen zu lassen und vieles mehr. Nach 7 Tagen Krankenhausaufenthalt waren Amina und ihr Kind wohlauf und stark genug, den Heimweg anzutreten. Die ganze Familie war überglücklich, denn eine Frau ohne Kind hat keinen Wert in Afghanistan. Es wurde der Familie eingeschärft, unverzüglich ins Krankenhaus zurückzukehren, sollten irgendwelche ungewöhnlichen Symptome auftreten. Sie haben sich beim Krankenhauspersonal mehrmals bedankt und auch für sie gebetet. Außerdem haben sie versprochen, andere schwangere Frauen zu ermutigen, ins Krankenhaus zu kommen, sobald gefährliche Symptome auftraten. Aminas Familie hatte alle Hoffnung für das Leben ihrer Tochter aufgegeben und nun durften sie mit einem gesunden Enkel die Heimreise antreten. Freude, eine neu gewonnene Hoffnung und große Dankbarkeit für die Fachkenntnisse des Krankenhauspersonals begleiteten sie auf dem Weg in ihr abgelegenes Bergdorf.